Ein durchaus feierlicher Moment in Brüssel. Die Botschafter aller NATO-Mitgliedstaaten haben die Beitrittsprotokolle für Schweden und Finnland unterzeichnet. Die beiden skandinavischen Staaten wollen so schnell wie möglich in das Verteidigungsbündnis aufgenommen werden. Das ist eine Folge des russischen Überfalls auf die Ukraine, sagen sie. 132 Tage dauert die Invasion nun schon. Die Ukraine konnte einige Gebiete inzwischen zurückerobern. Aber im heftig umkämpften Osten der Ukraine, im Donbass, meldet Russland gerade militärische Erfolge. Endlich Ruhe in Lysychansk. Aber fast alles ist beschädigt oder zerstört. Die Stadt ist russisch besetzt. Und damit ist nun die gesamte Region Luhansk unter russischer Kontrolle. Moskau hat eines seiner Ziele erreicht. Der ukrainische Generalstab hatte den Rückzug befohlen, damit die Truppen nicht aufgerieben werden. Die überlebenden Soldaten sind völlig erschöpft, berichten von der militärischen Übermacht der russischen Seite. Die Russen haben mindestens 5-mal so viel Artillerie wie wir, wahrscheinlich sogar 10-mal so viel. Wir wurden jeden Tag von bis zu 169 feindlichen Positionen gleichzeitig beschossen. Die ukrainischen Soldaten haben sich in die Region Donetsk zurückgezogen, die zusammen mit der Region Luhansk den Donbass bildet. Seit Monaten hat die Ukraine hier ihre Stellungen ausgebaut. Allerdings greift Russland nun verstärkt auch hier an. Im Fokus besonders die großen Städte Slowjansk und Kramatorsk. Seit mehr als einer Woche wird Slowjansk heftig bombardiert. Wer kann, verlässt die Stadt. Ich war nur kurz für 2 Tage zurückgekommen, um ein paar Sachen zusammenzupacken, aber nun das. Nun versuchen wir alles zu retten, was wir haben, und dann weg. Es ist lebensgefährlich hier. Bislang konnten wir nur die Kinder in Sicherheit bringen. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich glaube, es wird alles nur noch schlimmer. Ich denke, ich muss jetzt auch weg. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass irgendwas besser wird. Die noch in der Stadt sind, bereiten sich auf das Schlimmste vor. Die Front kommt jeden Tag näher. Sprechen wir darüber mit dem Militärexperten Gustav Gressel. Hallo. Hallo. Was beobachten Sie? Wohin wendet sich die russische Armee jetzt und mit welchem Ziel? Die russische Armee setzt ihren Abnutzungskrieg weiter fort. Das heißt, man versucht auf kleinen Raum durch Ausnutzung sehr hoher Feuerkraft, vor allen Dingen Artillerie, ukrainische Kräfte so weit wie möglich zu vernichten. Das passiert in erster Linie jetzt Richtung Slawiansk, Richtung Kramatorsk. Das sind auch wieder 2 größere Städte im Donetsker Oblast. Hinunter, das passiert zum Teil auch in Kharkiver Oblast, da ist die Front recht dicht besetzt und hier versucht man einfach weiter anzudrücken. Also wir sehen trotz der Einnahme jetzt des Luganska Oblasts, dass sich diese Feuerwalze einfach jetzt weiter in die Ukraine hineinfrisst. Und würden Sie sagen, Russland ist im Moment deutlich militärisch betrachtet im Vorteil? Deutlich nicht. Russland hat einen Vorteil, was das Material angeht. Es hat mehr Kampfpanzer, mehr Schützenpanzer, mehr Artillerie und hat mehr Munition. Es hat aber nicht mehr Männer. Die Ukraine hat mehr Soldaten, mehr Männer und Frauen unter Waffen. Das Problem ist, es fehlt zurzeit noch die schwere Ausrüstung, um auch die Feuerkraft und die Mobilität am Gefechtsfeld sicherzustellen. Das kann sich natürlich ändern, wenn der Westen im höheren Maße Waffen liefert, dann hätte die Ukraine durchaus die Chance, diesen Krieg noch zu wenden, das Blatt zu wenden und die Russen auch zurückzuwerfen. Aber im Westen gibt es ja eher Diskussionen, jetzt auch immer wieder wie in Deutschland. Gibt es nicht genug Bemühungen, um Frieden sozusagen zu ringen? Stellt sich die Frage, ob mehr getan werden müsste. Wie sehen Sie das? Also damit nicht noch mehr Blutvergießen und mehr Zerstörung zu erwarten ist. Welche Optionen sehen Sie? Im Gegenteil, diese Zurückhaltung führt zu sehr viel Blutvergießen und zu sehr viel Zerstörung. Die Ukraine ist damit gezwungen, die Verteidigung unter sehr hohem Manneinsatz weiterzuführen. Russland ist ja nicht bereit, auf Frieden einzugehen. Russland ist nicht bereit zu verhandeln. Russland sieht, wenn es so weitergeht wie jetzt, dass man auf der langsamen, aber doch auf der Siegerstraße ist. Ohne Waffen wird man hier keinen Frieden schaffen. Die Ukraine sagt ja wiederum aber auch, es ist jetzt nicht der Moment für Verhandlungen. Und es heißt, es gäbe Überlegungen von Kiewer Seite, russische Stellungen im Süden der Ukraine anzugreifen.
Das probiert die Ukraine an und für sich schon seit 3 Wochen. Man versucht vor allen Dingen auf Cherson zuzumarschieren. Das Problem ist, also hier kämpft die Ukraine gegen die Annexionsuhr. Das ist eine politische Vorgabe, dass man Cherson möglichst zurückholt, damit die Annexionsbemühungen Russlands unterbunden werden. Heute wurde eine Marionettenregierung dort eingesetzt. Das Problem ist, das militärische Kräfteverhältnis ist noch nicht so, vor allen Dingen im Bereich Feuerkraft, Mobilität, dass die Ukraine solche Offensiven wirklich lange durchhalten kann. Da fehlt es noch, vor allen Dingen an gepanzerten Fahrzeugen. Und das macht diese Angriffe sehr schwierig. Die haben kurzzeitig Erfolg, wenn man die Russen überraschen kann und wenn man Schwachstellen in der Front nützt. Das Problem ist, dann rennt man nach diesen Durchbrüchen halt gegen gut ausgebaute Stellungen und die zu überwinden, da fehlt dann die Feuerkraft. Ich danke fürs Beschreiben und Einschätzen, Gustav Gressel. Vielen herzlichen Dank. Und während die Kämpfe also weitergehen, haben mehr als 30 Staaten und die ukrainische Regierung in Lugano in der Schweiz Prinzipien für den künftigen Wiederaufbau der Ukraine festgelegt. Wichtig sei, dass Kiew die Führung übernehme und der Wiederaufbau zugleich international gut koordiniert werde. Dabei sollen Strukturen aufgebaut werden, die Korruption verhindern helfen. Wirtschaft, Zivilgesellschaft und die Gemeinden sollen beteiligt werden. Der Wiederaufbau soll zudem möglichst nachhaltig durchgeführt werden. Die Beratungen in der Schweiz sollen der Auftakt sein zu weiteren Konferenzen 2023 in Großbritannien und 2024 in Deutschland. Durch scharfe Kritik an der deutschen Ukraine-Politik ist er bekannt geworden. Zuletzt geriet er selbst durch umstrittene Äußerungen unter Druck. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk. Medienberichten zufolge soll er jetzt abberufen werden. Demnach soll für Melnyk ein Wechsel aus Berlin ins Außenministerium nach Kiew anstehen. Er könnte stellvertretender Außenminister werden, hieß es unter Berufung auf mehrere Quellen in Kiew. Noch im Herbst könne der Wechsel des 46-Jährigen erfolgen. Melnyk war zuletzt wegen Interviewaussagen über den früheren Nationalistenführer Stepan Bandera in die Kritik geraten.